Und mit diesen Worten von Darmin heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus. Im letzten Part haben wir Phaedra besiegt. Und mal sehen, was uns jetzt dieser neue Koloss bringt. Wenn ich weiß, wo er ist. Was kommt mal? Okay, da hinten irgendwo. Irgendwo dort, glaube ich. Ich folge mal dem Lichtstrahl. Da gab es ja nicht eine Karte. Genau. Ja. Da drüben irgendwo. Ich hoffe, ich bin richtig. Und ja, falls der Weg natürlich wieder zu lang ist, wird er rausgeschnitten. Weil ich keine Idee habe, was ich so sagen soll. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit bis zu dem Koloss. Schätze ich jetzt einfach mal gerade. Es ist schon eine schöne Landschaft an sich. Auch wenn es hier nur Klippen sind gerade. Och, Kamera. Don't do this to me. Lubeldold. Och, komm. Dort lang. Ja, mein Schwert kann ich ja nicht benutzen. Es sind ja keine Sonnenstrahlen hier. Da Lichtstrahlen. Das kann ich mal ganz gepflegt abschreiben dabei. Ich glaube, hier müsste es aber sein. Da? Ja, hier ist es. So wie es aussieht, ist es hier wirklich, ja. Also mal abspringen. Ja, hier ist es ganz eindeutig. Aber alles weist auf ein fliegendes Wesen hin. Ein fliegender Koloss. So, besser ausgedrückt. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, was es ist. So, weiter springen. Ja, sind wir gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Und hier ist der fünfte Koloss, genau. Koloss Avian, der Vogel. Er sieht schon verdammt cool aus. Muss ich mal so ganz pauschal sagen. War hier nicht irgendwo was, wo ich mich hinstellen konnte? Ich musste ihn ansnipen. Mit dem Bogen. Aber ich weiß es nicht. Weiß nicht mehr wo. Ist da irgendwo? Das ist das Problem, wenn man nichts mehr weiß. Okay. Die schwule Lache muss jetzt sein. Und das Wetter hat sich natürlich schlagartig geändert, ne? Kaum sind wir beim Koloss. Ich glaube, ich muss mich sogar auf sowas drauf. Muss ich mir auf so einen Turm draufstellen? Hat das hier gereicht?
Ich glaube, ich muss mich aufs... Ach, probieren geht über studieren. Unscopen, Feuer! Oh, das sieht alles aus, als ob ich... Wow, wow, wow. Keule. Ja, es war hier. Soweit ich es noch in Erinnerung habe, war es wirklich hier. Bin nur gespannt, wo er herkommt. Da kommt er. Weil man auf seine Flügel draufspringen musste. So, jetzt landet da wieder der Drecksack. Nö, er fliegt weiter. Hat nur kurz. Okay. Ich habe ihn angelockt. Ein bisschen. Sollte wahrscheinlich zum Angriff aus wieder. Sturzflug. Und hepp. Scheiße. Ey, da muss ich mich in die Mitte stellen. Aha. Mist. Muss ich in der Mitte stehen? Muss ich in der Mitte stehen? Da, 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 da. Okay, er kam mal von hinten. Könnte den Tod bedeuten jetzt für mich. Ja, kommt noch nicht so angeprescht. Mein Stillstehen bringt, hilft ja schon weiter. Im Moment für Leben. Regenerieren. Haben wir so einen Frontalangriff, das hält er nicht aus. Aber wir müssen ihn ja holen. Bisschen ranpullen. Die Kameraden. Oh oh. Jetzt kommt er von vorne wieder angeprescht. So, Mustard. Ach, Avian. Mach einen Gleitflug. Damit unser guter Wanda sich hier mal Dings bumsen kann. Hui. Na gut, auf dem Schweif erstmal. Eine Schwachstelle war auf dem Schweif und zwei, glaube ich, an den Flügeln. An den Flügelspitzen. So, die Schwachstelle müsste ausgehen, ja. Gott, ersetzt zum... erlinkt ein bisschen. Wanda, zieh dich hoch. Er steigt. Okay, linke Flügelspitze. Okay, jetzt wird es wieder riskanter. Gerade weil er mit seinen Flügeln schlagen muss die ganze Zeit dann. So, da haben wir eine Schwachstelle. Jetzt versucht er uns abzuschütteln. Könnte und auf Fliegen bedeuten für uns jetzt. Oh.
weil es verdammt riskant, was ich gemacht habe. Nein. Scheiße. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Orientierung sind für den Arsch. Jetzt ist aber noch nicht die rechte Flügelspitze anzugreifen. Glaube ich. Obwohl, nee, die linke leuchtet noch. Gucken. Wird man ja merken, wie es ist. Ach, die linke hat jetzt noch geleuchtet. Ich glaube, da muss man nochmal zustechen. Ich hab's noch im Gefühl, dass es umswitcht auf die rechte Seite. Ich könnte von da drüben an die Plattform. Ich hab grad ein bisschen Bammel wegen Phaedra. Okay, er lässt uns in Ruhe. Wenigstens was. Ach, da kann man stehen. Egal, wo ich gehe und stehe. Ja, Phaedra, sag ich schon. Avian. Mensch, habe ich den letzten Koloss noch im Kopf? Ich weiß selbst nicht, warum. Avian ist jetzt wieder leicht irgendwie. Hups. Na, wo steckt er denn? Da oben fliegt er. Jetzt müssen wir halt mal kurz warten, bis er wieder in unserer Reichweite ist. Bogen anspannen. Okay, er hat uns gesehen. Er dreht. Er dreht und setzt zum Sturzflug an. Oder zum Angriff setzt an. So. Dankeschön. Das hat wieder prima geklappt mit der Avian. Vielen Dank für die gute Mitarbeit. Kann man. Mir kann man sagen, was man will, aber ich finde Avian sieht echt richtig cool aus. Richtig cool aus. So. Boah. Ich hätte jetzt geweint. Wahrscheinlich, ne? Ich und Wein. Kommt selten vor, gibt's aber. Jetzt kein Witz, was ich hier erzähle. Nein! Scheiße! Ich hab den Wind nicht beachtet. Da er kommt. Mensch. Vollkommen vergessen, dass mich der Wind runterdrückt. Jetzt passiert er kurz mal in der Luft und checkt wahrscheinlich ab, was so geht. So, Dilly. Er dreht. Okay, Schwert rausholen. Ah, das geht gut. Drauf springen kann ich mittlerweile. Ein guten Avion. Erinnert mich an damals Yu-Gi-Oh! Elementarheld Avian. Kannst auch wieder gerade ziehen. Komischerweise verliert Wanda hier gar nichts an Ausdauer, wenn er dann
sich nur festhalten muss gerade. Mach die Flügel bitte schön gerade wieder, damit ich mich festhalten kann normal. Auf dir laufen. Das war jetzt echt heldenmäßig, Wanda. Wo ist hier jetzt was zum Stehen? Darf ich wieder gucken, ne? Natürlich. Das ist schön nervig mit dem Wind. Mann, da schwimmt wie so ein Depp. So, wo ist Avian? Avian, da bist du. So, Aufmerksamkeit habe ich. Okay, von da kommt er. Nee, anscheinend doch nicht. Er kommt von der anderen Seite. Dann halt so. Auf dass wir den letzten Punkt schaffen noch. Ich will die Parts ja nicht übertrieben lang machen. Schnell überschwenken. Hast du mich vom Schlag abgehalten, Mensch, Mensch, Mensch. Schlägt da ein paar Mal. Und das war's mit Avian. Der fünfte Koloss von 16 ist besiegt. Wieder die Tentakel und stechen mich ab. Kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Nee, 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 nee. Oh nein. Kriegt mich nicht, ihr kriegt. Scheiße, ihr kriegt mich doch. Natürlich möchte ich speichern. Und die Trophäe Lufttanz haben wir erhalten. So, genau da. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Part für heute. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, Abo oder einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.